Warte mal, ich muss alle Fischerhütten mal einstellen. Hab ich die Kohlebergwerke wirklich so spät gebaut? Ah, jetzt. Ah, hier hinten ist auch noch einer. Warte mal, Jungs. Nee, das lasse ich schön bleiben. Komm, ein bisschen mehr Sicht, bitte. Zack. So, jetzt bringt's endlich mal zu den Bergwerken, verdammt. Mann. Ja, guck, das erste Brett kommt endlich an. Wunderbar. So, warte mal, wie viele Bretter sind unterwegs? Hier fehlen noch drei. Hier sehe ich drei. Eins, zwei, drei und vier. Das heißt, es wären tatsächlich schon alle unterwegs. Wunderbar. Dann darf auch hier weiter gebaut werden. Da genauso. So, das dürfen die letzten Bretter hierfür sein. Ah ne, guck mal, da fehlt auch nur noch eins. Das heißt, die zwei gehen... Ja, wo gehen sie denn hin? Da ist schon alles. Ja, umso besser. Dann geht er wahrscheinlich hier hin, ne? Sehr schön. Autorekrutierung habe ich aus. Wunderbar. So, 20 Minuten noch, da muss ich so langsam losmarschieren. Ich hoffe, ich kriege bis dahin zumindest ein Upgrade hin. Dass ich zumindest die Soldaten, also die Schwertkämpfer oder die Speerkämpfer auf Stufe 2 kriege. So, die letzten drei Bretter, wenn du jetzt nicht hier unten hingehst, ja, wobei du gehst da unten hin, oder? Ja, doch, geht da unten hin. Ja gut, aber bald wird die Kaserne stehen. Wie viele Waffen habe ich denn rumliegen? 6 Schwerter. Mhm. Okay. So, und schon wird Brot gekarrt. Herangekarrt. Wunderbar. Also, da kann auch hier endlich mal planiert werden. Ich bin echt noch unschlüssig, wie ich das schaffen soll. Also ich glaube, bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass das was wird. Aber gut, gibt noch einen Weg, das rauszufinden, nicht wahr? Macht sich mehr Sinn, wenn wir das so legen, dass du einfach nur hier an der oberen Seite, weil bis du da außen rumgerannt bist. Geht doch viel zu viel Zeit drauf, mein Lieber. Das macht doch keinen Sinn.
Fisch habe ich schon umverteilt, ne? Ja, okay. Ach, guck mal, hier fehlen gar nicht mehr so viele Bretter. 5 Stück nur noch. Nice. 4, 3. Da fällt auch nur noch eins. Ach, guck mal, du findest doch bei dir vor der Tür welche. Das ist gut. Wir haben den ersten Speer produziert. Wey! Und schon ein paar Schwerter. Sehr, sehr gut. So, hier haben wir alles am Material. Perfekt. Und das Wohnhaus steht. Wunderbar. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, ein Lazarett bauen, und um meine Truppen hier einmal hochzuheilen. Ach, guck mal, der ist jetzt ein Turm weiter als vorhin. Also als beim ersten Mal. Wo wir ihn schon ausspioniert haben, da hatte der den noch hier noch nicht stehen. Acht Bretter fehlen noch. Ach, warte mal, ich habe hier... Haha. Ich muss die Baustelle erstmal wieder aufmachen. Ist natürlich nur schwierig, wenn da keiner im Sichtbereich ist. Na, bleib mal schön weg. So, da darf auch weitergebaut werden. Wie viele Bretter fehlen denn noch? Ein paar. So, guck an. Der erste Reisschnaps wird geopfert. Wunderbar. Kriegen wir vielleicht bald sogar das erste Upgrade hin. Und mit dem großen Teppel vielleicht dann direkt schon kurz danach das zweite. Mal schauen. Ich meine, weiter als Tier 2 werde ich sowieso nicht kommen, weil dafür die Zeit einfach nicht reicht. Ganz einfach. Ich könnte mal abspeichern. So, die letzten beiden Bretter kommen. Wunderbar. Das heißt, mit etwas können wir auch bald mal die Kaserne fertig bauen. So, willkommen bei der Gong-Show. Also ich werde nicht versuchen, jeden Turm einzunehmen. Ich muss hier einmal durchbrechen. Und dann überlege ich gegebenenfalls an ein paar Türmen vorbeizurennen. Einfach, dass wir hier schnell genug rankommen. Ich glaube, wir müssen alle 6 Türme platt kriegen, sonst wird das nichts. Ja, das war klar. So, Schwerter upgegradet, sehr schön. So, wie schaut's aus? Kann man hier mal ein bisschen Prio setzen? Komm, ich priorisiere das jetzt. Sorry. Tut mir leid, liebe Fischhörter, aber du bist nicht so wichtig wie... das hier, weil wenn die Waffenproduktion gleich stehen bleibt, weil hier alles voll ist, das ist schlecht.
Also wenn sich jemand gütigerweise bereit erklären würde, hier zwei Bretter einzutragen. So, dann haben wir das erste Brett, das ist gut, ist das zweite unterwegs, das zweite ist unterwegs. Das heißt, der Rest darf auch gerne weiter geschleppt werden. Prio von der Eisenschmelze runter, weil hier staut sich alles. Weil hier keine Kohle hinkommt. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Stimmt, ich wollte ja noch ein Lazarett bauen. So, guck an, da werden die nächsten Fischhäuten gleich schon fertig. Hä? Ach so. Den habe ich jetzt irgendwie verdrängt, dass ich da noch einen stehen hatte. So, in gut 10 Minuten muss ich mal langsam aber sicher meine Armee aufstellen. Soweit die Theorie. Mal gucken, was die Praxis davon hält. Warte mal, ich könnte mir doch meine göttliche Gabe hier hinzaubern. Komm, bevor ich jetzt mit Mane hier rumgammeln lasse. Ja, guck, direkt Waffen, Angeln und noch mehr Brot. Gleich auch voll. Schwerter sind schon voll. Ach komm, ich könnte doch eigentlich anfangen. Ich muss jetzt nicht warten, weil höher als Tier 2 werde ich mit denen ja sowieso nicht kommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach. So, bevor mir jetzt die Bretter hier gleich sinnlos rumliegen, hau ich mal direkt ein weiteres großes Wohnhaus hinterher und mache hier nochmal eine göttliche Gabe. Vielleicht ist ja Kohle mal mit dabei. Yes, und oh, Bögen. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Also, oh, Gratiswaffen nehme ich alle sehr gerne mit. Nehme ich mit Kusshand entgegen. Möchte sich jemand heilen lassen? Ach so, ist der Lazarettler noch gar nicht da? Ne, der kommt erst da rum. Alles klar. Und dann machen wir Jans in Ruhe, mein Lieber. So, noch 10 Minuten, dann will ich losmarschieren, soweit die Theorie. Zumindest stand das in der besagten Komplettlösung, die ich mir angeguckt habe, dass man bei 53 Minuten spätestens los sollte, weil sonst die Zeit zu knapp wird. Ich hoffe, dass meine Armee auch nur im Ansatz reichen wird. Bis dahin. Kannst du mal bitte einfach stehen bleiben? Ich geh mir gerade eben auf den Senkel, wenn du die ganze Zeit hin und her eierst.
So, geht dann. So, 80% Aufwertung. Na toll, jetzt ist hier unten gereift, aber komm nicht ran, weil ich das Gebiet verlagert habe. Ja, guck, da wird doch endlich mal geheilt. Sehr schön. Wurde auch Zeit, mein Lieber. Wurde auch Zeit. Also wir holen uns schon mal direkt weitere Schwertkämpfer, dass es mit dem Ausbilden auch schnell genug klappt. An. Jetzt kommen auch mal die Schwerter von hier oben endlich weg. Back, weg. So, weg. Zu blöd zum Sprechen gerade irgendwie. Dezent einen Knoten in der Zunge. Also ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, diese Mission zu beenden. Wird eine knappe Kiste, auf jeden Fall. Ich warte noch ein bisschen mit der Autorekrutierung, weil vielleicht schaffe ich es ja doch noch, das Upgrade für die Bogenschützen hinzubekommen. Obwohl, ihr wisst, was kommt. Ist egal. Pfeif drauf. Wir holen jetzt alles ran, was wir kriegen. So, das vorletzte Bett und dann kommt schon das letzte. Sehr schön. Dann werden wir damit auch soweit versorgt. Oh Mann, noch 6 Minuten. Ich hoffe, ich krieg genug Soldaten bis dahin zusammen. Da graut es mir noch ein wenig vor, weil ich auch wenig Kampfkraft habe. So, wie viel habe ich? 31, 44, 65. Okay. Ich überlege gerade, kann ich noch irgendwas Sinnvolles machen, bevor mir jetzt das Holz hier die Bretter vergammeln? Einen großen Tempel. Kann ich doch noch mehr Mana spammen. Ist jetzt für die paar Bogenschützen, die ich nachgezogen habe, zwar doof, weil ich die jetzt nicht verbessern konnte, aber... Naja. Macht das denn jetzt schon mit einem kleineren Trupp anzugreifen und mit einem größeren nachzurücken? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da verrenne ich mich zu sehr.
Oh Mann, oh Mann. Ob das was wird? Ich zweifle ja immer noch ein wenig. Okay, so langsam muss ich, glaube ich, doch mal wieder den Eisenschmelz ein bisschen mehr Kohle zukommen lassen. Weil die nicht mehr aus dem Quark kommen sonst. Da liegen noch genug Bretter. Brauche nur ein paar Lerichs diesmal eben rüberholen. Geht doch. Es geht doch. So, 5, 4, 3. Ja, Bretter sind genug da. So, ihr müsst einmal kurz gucken, wo seine Truppen gerade stehen. Boah, ich hoffe echt, dass das was wird. Schwerter und Kohle nehme ich beides gerne. Yep, ein bisschen hat er hier stehen.